Den Menschen in Deutschland stehen in der Corona-Pandemie weiter harte Wochen bevor. Darauf hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Berlin angesichts der anhaltenden Knappheit bei den Impfstoffen hingewiesen. Viele Menschen leiden unter der aktuellen Situation und ja, viele sind auch frustriert, weil der Impfstoff am Anfang sehr knapp ist. Ich kann diese Ungeduld verstehen. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, es liegen noch einige harte Wochen der Knappheit des Impfstoffes vor uns. Laut Spahn rechnet die Regierung damit, dass bis Ende des ersten Quartals insgesamt 12 Millionen Dosen der Impfstoffe von BioNTech und Moderna geliefert würden. Zusätzlich habe AstraZeneca für den nächsten Monat 17 Millionen Impfdosen für die EU angekündigt. Davon dürften etwa 3 Millionen Dosen auf Deutschland entfallen. Die Zulassungsempfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde für das AstraZeneca-Produkt wird in Kürze erwartet. Allerdings soll dieser Impfstoff für ältere Menschen ungeeignet sein. Die Zulassung für den Corona-Impfstoff des US-Unternehmens Novavax könnte ebenfalls bald erfolgen. Spahn verwies auf laufende Verhandlungen der EU über eine Bestellung. An dieser sei auch Deutschland beteiligt.